So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play What Remains of Edith Finch. So, wir haben den ja, Altar gefunden von Walter, 1952 bis 2005. Hier unten hat er gelebt. Nachdem alles, was passiert ist mit der Barbara, hat er sich verkrochen in ein Loch. Anscheinend alleine. Um alleine zu leben. Mit allen möglichen Sachen. Wasserkanistern, Unmengen an Cerealien, Pasta, was? Pepper, irgendetwas. Tasty Beans, also Bohnen. Alles, was halt in den ganzen Dingern da drinnen ist. Ja, das ist halt unendlich lange haltbar. First Aid Kit hat er auch gehabt, sehr gut. Und das war anscheinend sein Schlafgemach. Hat aber nichts anderes hier unten gehabt. Bücher hat er gehabt. Ich möchte nicht wissen, wie oft er die durchgelesen hat. Wenn er schon so klein war und da runtergegangen ist. Na gut, schauen wir uns den Altar an. Deswegen sind wir ja da. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. 30 Jahre. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive the week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Okay, was ist da drinnen? Marillen oder was? Ja, schaut zumindest so aus. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Na gut. Immer um 12 Uhr. Even a monster. Und er glaubt, dass das das Monster ist, was Barbara anscheinend getötet hat. Almost friendly. Jeden Tag Marillen ist aber auch nicht gut, hörst. Jeden Tag das gleiche Essen ist nicht gut. Everything just stopped. Okay. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Nächster Tag auch. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. Ich habe genug gewartet. I have to leave, while I still can. Okay. Na dann runter mit dir, Walter. Lebt in seinen Schutzbunker. Ganz alleine. Und jetzt da will er raus. It's out there, somewhere. Whatever killed Barbara. Ja, genau, deswegen hat er sich unten eingesperrt. Er konnte als Kind damit nicht umgehen und es hat ihn halt verstört. And Molly. Ja, genau, und sie auch natürlich. Calvin. Und Calvin, ja. Gut, hier können wir interagieren. Werden wir wahrscheinlich dann da ein Loch machen. Nehme ich mal stark an. Können wir sonst noch irgendwo was machen? Okay, das wird wahrscheinlich sein Scheißplatz gewesen sein. Da unten muss er fahren. Wow. Na gut, geht schon. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know, I'm ready for it. Okay, er ist bereit. I'm going to appreciate all of it, especially the food. Ja, besonders das Essen, ja. Or a single week.
I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Boah. Walter died when I was six. I can't believe my mom never told me he was down here. Okay, also somit haben wir gerade herausgefunden, das Rütteln war immer wieder ein Zug, der halt immer wieder die gleiche Linie gefahren ist, um die gleiche Uhrzeit halt. Nur anscheinend wurde dann die Linie gestoppt. Das heißt, in dieser Woche oder drei Wochen, die er dann unten noch gewartet hat, bis das Rütteln halt zu Ende war, bedeutet es, dass der Zug halt nicht gefahren ist. Das heißt, er ist runtergestiegen und genau dann, wenn er rauskommt und sich denkt, jetzt kann ich mein neues Leben beginnen, das Monster, unter Anführungszeichen halt, ist weg. Ah. Und dann kommt er raus und wird gleich überfahren von einem Zug, der noch sogar noch Verspätung hat. Na gut, was soll's. Okay, darunter. Gehen wir gleich. Können wir sonst? Also wir haben eh schon nachgeschaut. Ich glaube, wir können da eh nirgendwo interagieren. Na, dann gehen wir runter. Ja, Schwangere ist das sicherlich ein bisschen arg. Ich hoffe, der Zug überrollt jetzt sie nicht. Ja, ja. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. Warum brennt hier eigentlich Licht? Der Generator ist doch ausgefallen, oder? Na, wird schon passen. So, okay. Wanna make the same mistakes she made. Ich möchte nicht den gleichen Fehler machen wie sie. Bäh. Sein Mülleimer und Klo wahrscheinlich. Also ich nehme es mal an. Die Fliegen fehlen nur. Okay, nach hinten geht's eh nicht. Now that there's only one of us left. Or maybe two. Ich hoffe, der Zug kommt nicht. I thought it was time I heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Das ist eine Lokomotive. Er hat sich dafür interessiert. 1952 bis 2005. Er hat sich dafür interessiert. Das hat man ja auch in dem Bunker schon gesehen. Die ganzen Modelleisenbahnen. Und er wurde auch noch von einem Zug überrollt. Ja, wie man es nimmt. So, wir sind draußen. Da fährt nichts mehr. Haha, das ist weg. Alles zerstört hier. So, was haben wir da hinten? Da hinten leuchtet, blinkt es, besser gesagt. Da leuchtet. Da hinten blinkt es. Was haben wir da am Wasser? Ah, das ist auch cool. Da kann man sich dann drauflegen und sonnen lassen. Und wenn es wirklich schon kritisch bist, haust dich schnell rein ins Wasser, steigst wieder die Leiter rauf und kannst weiter pennen oben. Das habe ich auch verwendet, wie ich in Urlaub war in Kroatien. Der Mond. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. So, ich nehme mal an, wir müssen da nach hinten. Woanders geht's dann nämlich nicht lang. I don't know if I should even be riding this. Okay. Maybe it'd be better if all this just died with me. Es wäre besser, wenn das alles mit mir sterben würde. I thought you should know about your family.
Aber ich dachte, dass du über deine Familie Bescheid wissen musst. Wieso brennt ja Licht? Der Generator ist ausgefallen. Also sie schreibt es jemanden. Sie schreibt es jemanden. Aber da haben wir noch gelebt. Das heißt, wir erzählen eigentlich die Geschichte irgendwen anderen. Also wir haben die Tode von all denen, die da halt stehen, mit aufgeschrieben. Und wir, also ein anderer liest das gerade. Also der Typ, der das Buch liest, bekommt gerade die Geschichte von der Edith mit. Okay. Oh, gar nicht mal so schlecht. Das heißt, wir sterben. Und die Geschichte, die auch deine ist, ja. Wir sterben am Schluss. Das war jetzt der Riesenspoiler. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Alter, was? Okay, wir gehen einfach mal weiter. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Okay. Was haben wir da? Da ist dunkel. Sonst können wir nirgendwo mehr hin. Ich weiß, ich verstehe es. Ja, ich verstehe es, Sie ist ja schwanger, um Gottes Willen, sie hat ja einen Bauch. Das heißt, das Kind, was sie bekommt, liest gerade das, was wir hier spielen. Die Geschichte von den Finches, auf gut Deutsch gesagt. Okay, das heißt, es ist eine Vorwarnung vielleicht, dass er nicht von dem Fluch auch noch da irgendwie besessen wird oder verfolgt wird oder wie man das auch immer da nennt. Ich habe keine Ahnung. Da können wir nicht gerade weiter. Ich glaube, das wäre auch nicht gut, wenn wir so hochschwanger sind. So, auf jeden Fall gehen wir da jetzt rauf. Einen anderen Weg gibt's nicht. Na, hochinteressant. Das ist schon ein gutes Spiel. Es ist zwar halt nur hin und her gehen, aber das war's. Das passt schon, um Gottes Willen, das Spiel ist wirklich gut gemacht. Look at the house. That history of imagination and stubbornness and madness. Gut gemacht, wirklich gut gemacht. So, R1. Okay, wir sind wieder am Haus zurück. Meine kleine Weltreise gemacht. Da hinten wird wahrscheinlich nichts sein, aber trotzdem, nachschauen kostet nichts. Potting Mix, Gary's Potting Mix. Okay. So, wo kommen wir jetzt hin? Been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Alter, urböse. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Welche Familie? Ja, welche Familie vollendigt den Friedhof als erstes anstelle des Hauses? It's embarrassing for me to admit this, but Alter, da liegen sie alle. The pet cemetery may be more uncomfortable than the human one. Der Tierfriedhof. Three of the gerbils were mine and two had been my fault. Okay, da haben wir's. Da haben wir alle. Coco, Tucker, Charlie, Zoe, Daisy, Lucy und die ganzen Vögel von Odin waren das. Zuppi, Lurpi, Furpi, Churpi, Purpi, Turpi, Durpi Junior. Wann haben wir da? Oliver, Schatzi, Shadow, Bob und Christopher. Christopher war, wer war das? Ein Fisch. Ah, das war der Fisch von der Molly. Shadow war die Katz, okay. Oliver war der Hase. Bob war, glaube ich, so eine Art Schlange oder sowas.
Und eine Eidechse. Schatzi, weiß ich nicht, wer das war. Könnt ihr das gerne in die Comments schreiben, wenn das ihr wisst. Da, Bailey. Da haben wir einen Frosch. Das ist umgestoßen worden, das heißt, wir wissen nicht, wer da hinten begraben ist. So, was ist da? Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Okay, da sehen wir jetzt dann noch einmal die ganzen Gräber. Da oben geht's dann weiter. Da haben wir mal die Barbara. Die haben wir ja schon gefunden mit dem Stern bei irgendeinem. Weil sie halt ein Star war. Da haben wir da den Walter, den haben wir ja auch schon gefunden. Ich nehme mal an, da soll so eine Art Höhle dargestellt sein. Dann haben wir da die Edie Finch. Bis 5. Dezember 2010. Anscheinend hat die gern gelesen, deswegen auch das Buch. Dann haben wir da den Sven Finch mit einer Säge. Wahrscheinlich Bauarbeiter oder irgend sowas, keine Ahnung. Dann haben wir da den Kelvin Finch. Ja, der hat sich halt interessiert für... Ja, für das Weltraum-Dingsbums, Astronomie, genau, Astronomie nennt man das. Dann haben wir da den Molly Finch gehabt mit der Katze. Und da oben geht's weiter. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Okay, wen haben wir da? Die Ankunft nehme ich einmal an. Das wird der Odin sein, oder? She could see it poking out of the water at low tide. Das wird der Odin sein, oder? Das soll das Haus dargestellt sein, mit dem er weggesegelt ist. Nehme ich mal an. Ob stimmt, ist natürlich eine andere Frage. So, da können wir interagieren. Kann ich ranzoomen oder irgendwas? Tatsächlich. Edie said she dreamed about the old house every night. Okay, ob man da nach hinten kommen ist auch eine gute Frage, aber ich nehme mal an, ja. So, wohin? Wieder zurück, oder was? Da geht's auf jeden Fall nicht weiter. Edie's side was always easier for me to understand. Hat sich das jetzt da verändert? Ach so, wir sind da rechts, sind wir raufgekommen. Okay, okay. Und jetzt gehen wir da links runter. Okay, okay. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Okay, wen haben wir da? Gregory Finch, ja, das ist der, der ein Jahr alt nur geworden ist. Dann haben wir den Sam Finch, der ein bisschen älter geworden ist. Und den Gus haben wir hier. Ah, okay. Das passt. Was haben wir da unten? Weitere Grabsteine. She lost two of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Dann haben wir da den Louis. Den, glaube ich, haben wir auch noch nicht gefunden. Mit einer Krone oder was auch immer das sein soll. Den Sanjay, das war der Vater von irgendwen. Und den Milton, da können wir... Ah, der ist ja verschwunden, genau. We never found Milton's body. So my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Okay, also er könnte sogar noch leben. Ob das wahr ist allerdings, ist natürlich eine andere Frage. So, wir gehen weiter. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday. And find everything out for myself. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Da können wir da die Leiter aufgehen. Aufkraxeln, dann machen wir das auch gleich.
So, schauen wir mal, was da oben ist. But looking back on it now. Aber wenn ich heute zurückblicke, da geht's weiter. If she told me there was gonna be so much climbing, hätte sie mir gesagt, dass ich so viel klettern musste. I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Jetzt da, da wird's verraten. Ich wäre 22 Wochen. Mhm. Da ist es verraten worden. Das heißt, wir müssen da runter. Moment, kann ich nochmal zurück? Kann ich, ja, kann ich. Ich will nur schauen. Kann ich da rechts auch gehen? Nein. Okay, ich kann nur geradeaus gehen. So, da gehen wir nicht auf die Glasscheiben. Sonst bricht die vielleicht noch ein. Die Physik in dem Spiel ist ja Wahnsinn. So ein Blödsinn, wir steigen drauf. Wir können gar nicht draufsteigen. Da können wir raufgehen, okay. Aber da wahrscheinlich nicht mehr runter. Nein, da ist auch die unsichtbare Wand, an der ich lang schlitter. Das heißt, Leiter rauf. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Okay. Jetzt kommen wir zum Sam anscheinend. Na, mach die Tür auf. They were both pretty intense. Wird gespeichert. Oh, das ist ein Jäger gewesen. Ja, und was für einer? Bist deppert. Ganz. An Bären, an Hirsch. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Was ist das da? So eine Minikatze, die hat er ausgestopft. Und ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen. Okay. Haben wir da hinten noch was? Nichts Aufregendes. Airline-Ticket. Wohin? Nach Indien wahrscheinlich, oder? Kann sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der Schrein ist da hinten, aber wir können mit nichts interagieren. Finde ich ein bisschen schade. Da ist der Schrein, genau. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Okay, da sind die Kinder drauf. Der Sam ist wahrscheinlich der Große da mit dem Baby in der Hand. Der Kleine wird wahrscheinlich der... Wie heißt der sein? Wie heißt der geheißen? Gregory, genau. Den Linken haben wir noch nicht kennengelernt. Die Frau... Ist auch eine gute Frage. Und die Kleine? Weiß ich auch nicht, wer das ist. Das könnte die Sam sein. Falls das ein Mädchen ist. Louis, Milton, Gus, Gregory, Walter, Odin, Edin. Es könnte schon sein, dass das die Sam ist. Okay. Wir schauen uns das allerdings erst im nächsten Part an. Da können wir durchgehen, okay. Aber wir schauen uns natürlich noch das vorher an. Den Schrein von Sam. Und ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.